Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Replay Overlord 2. Wir sind immer noch im Tempel von Immerlicht und haben in der letzten Folge die Spinnenkönigin besiegen können mit vereinten Kräften unserer Schergen. Vor allem dank der Hilfe der grünen Schergen und ihren Spinnen, die sie jetzt befehligen können. Was ist denn das hier? Ah ja, da öffnet sich wieder diese Tür. Und da sehen wir auch schon einen Kristall, einen, den wir unbedingt brauchen. Ich weiß nicht, müssen wir die jetzt hier behalten einen? Nee, das sind so Druckknöpfe, die dann auch gedrückt bleiben. Wir werden uns jetzt mal anschauen, was diese Schatzkammer ansonsten noch herzugeben hat. Hier haben wir noch ein paar Kisten und ein Schergenobjekt. Und das dürfte eine Mana-Säule sein, wodurch unser Mana eben wieder erhöht wird. Wir müssen uns grundsätzlich nochmal ein bisschen mit den Zaubern vertraut machen, denn wie gesagt, ich finde das Zaubersystem hier in Overlord 2 etwas schwieriger als in Overlord 1, denn dort musste man einfach nur den Zauber anwählen und konnte ihn dann ausführen mit einem Tastendruck. Und hier ist es so, dass es verschiedene Tastenkombinationen für die verschiedenen Zauber gibt, und das ist halt zuweilen dann doch schon etwas verwirrend, wenn man auch längere Zeit nicht spielt und dann nicht mehr weiß, was man da eigentlich überhaupt drücken muss. Das sieht aber auf jeden Fall aus, als würden wir noch ordentlich Kohle kriegen. Ja. Ja, sehr gut. Schaut euch das an. Das ist doch mal herrlich. Euer Mana-Vorrat wurde erhöht. Perfekt. Das bedeutet noch mehr magisches Gemetzel. Durchaus. Wir haben ja auch einen Zauberkatalysator gefunden von nicht allzu langer Zeit. Mit dem können wir dann einen Zauber verstärken, den wir haben. Bin mir noch nicht sicher, welchen. Vielleicht unseren Blitzzauber. Da wir ein Zerstörungs-Overlord sind, wäre es ja eigentlich sinnvoll, wenn wir den Blitzzauber etwas stärken, damit wir auch im Nahkampf etwas reißen können. Und jetzt verlassen wir den Tempel wieder. Und da sind sie, die Spinnen, die uns jetzt natürlich nicht mehr angreifen, wie uns Gnale in der letzten Folge erklärt hat. Denn da wir die Spinnenkönigin besiegt haben, sind sie jetzt quasi führerlos. Und unsere Grünen können sie nun reiten. Sehr gut. Das ermöglicht uns ja jetzt, an den Wänden hochzuklettern. Und einige von diesen Wänden, an denen wir hochklettern können, die haben wir bereits gesehen. Und zwar hier weiter vorne. Oh. Blöderweise ist der wieder zurückgekommen. Aber so kriegen wir den Läuterer sehr schnell tot. Und das ist auch gut so, aber da ist auch schon wieder einer. Keine Ahnung, wo die auf einmal herkommen. Die sind so schnell, die sind so flink mit den Spinnen. Aber so kriegen wir sie sehr einfach down. Ich sehe da oben noch etwas. Das geht offenbar nur mit den Grünen, denn das wird doch sicher eine Wand sein, wo ihr hochklettern könnt. Richtig. Yes. Holt mir einfach alles, was hier oben ist. Ich habe so das Gefühl, das war noch lange nicht alles. Deswegen schicke ich euch direkt nochmal hoch. Ja. Bringt mir alles mit. Dankeschön. Und so kommen wir auf eine unfassbare Goldsumme von 13.000 noch was. Ja. Wunderbar. Mehr als gut. Wie ich sehe, hätten wir da auch wieder Spinnen. Aber die brauchen wir nicht. Was war denn das hier unten eigentlich nochmal? Muss ich ja gerade mal gucken, was das war. Wie gesagt, ich habe eine Weile nicht mehr gespielt. Das war, glaube ich, irgendwie was anderes. Da waren wir doch auch schon, so wie es aussieht. Na, gegen wen kämpft ihr hier? Gegen so einen kleinen Käfer. Okay. So, auch da oben können wir hoch. Ja. Ja, meinetwegen auch so. Holt mir alles.
Komm. Das Fass könnt ihr noch kaputt machen. Das ist jetzt nicht so schwer. Da oben sehe ich auch einen Heiltrank, aber den brauchen wir logischerweise nicht. Wir sind ein unverwundbarer Overlord. Als hätten wir das nötig. Pah. So, hier seht ihr schon die Wände. Besagte Wände, besagte Druckknöpfe. Ich höre da noch einen Läuterer. Und um den wollen wir uns jetzt mal eben kümmern. Die merken ja überhaupt nichts, ne? Weil die werden mit Gift vollgepumpt. Bekommen am ganzen Körper irgendwo irgendwelche Bisse, aber es kümmert sie einen Scheiß. Das ist schon echt fragwürdig. Also ob das die Elite des Kaiserreichs sein soll, ich weiß ja nicht. Kommt mal her. Wir haben hier überall Orte, wo die Spinnen uns ein wenig helfen können. Denn da oben ist doch schon wieder einer dieser Kristalle, die wir brauchen. Zum Schmieden. Danke. Mittlerweile 12. Das ist schon eine gute Menge. So, hier muss ein bisschen was zerstört werden. Damit wir hier besser durchkommen. Noch mehr Gold. So wie das aussieht, war aber das noch nicht. So, da oben. Da war noch was. So, jetzt sind wir bei fast 14.000. Jetzt müssen wir mal gucken. Sieht nämlich fast so aus, als müssten wir hier das ein bisschen anders machen. Wir müssen wahrscheinlich beide gleichzeitig drücken. Auf in die Stadt von Immerlicht, Herr. Wir wollen das Fräulein doch nicht warten lassen. Ah ja. Die haben wir ja schon gesehen. Tja, Kelda, beschwer dich ruhig, aber du wirst dich verhindern können, dass wir noch eine weitere Dame in unsere Unterwelt holen werden. Das ist die Kaiserliche, die wir gesehen haben. Die allerdings von ihren eigenen Männern abgeführt wurde. Weil sie des Besitzes von Magie bezichtigt wurde, beziehungsweise der Fähigkeit, Magie zu wirken. Aber das ist ja nun mal nicht der Fall. Und Immerlicht hier am Strand ist die zweite Behausung sozusagen, das zweite Dorf oder Stadt, die wir einnehmen können. Da sehe ich schon überall kaiserliche Soldaten. Die werden natürlich nicht viel gegen uns ausrichten können. Das ist schon mal sehr gut. Holen wir uns hier ein paar Grüne. Der scheint nicht so erpicht darauf zu sein. Hallo? Kannst dir ruhig auch eine Spinne holen. Sehr gut. Ja, diese Bogenschützen stehen da natürlich total dämlich. Sie schießen. Wow. Bin gerade etwas überrascht, dass sie doch so gut schießen können. Wie sie einfach durch die Luft fliegen. Das erinnert total an die Asterix-Filme. Das ist einfach so. Down. Da sind schon wieder Bogenschützen. Da nehme ich aber die braunen für. Die sind einfach angriffsstärker im direkten Kampf als die grünen Schergen, selbst mit Spinnen. Die sind zwar flinker. So, die nehmen wir hier. Zurückziehen. Braune Schergen zurückziehen. Warum hören sie nicht einfach auf mich? Sehr schön. Und der letzte flieht. Und verliert seine Klamotten. Es scheint, als würden sie einem weltberühmten Gott nacheifern. Der da heißt. Es ist so schön, fremde Orte zu besuchen und die dortige Bevölkerung zu töten. So eine Reise ist einfach etwas Tolles. Ja, finde ich auch. Reise ist echt gut. Neue Kulturen kennenlernen, sie zerstören. Immer eine Reise wert. Ja. Der Gott, den ich eben meinte, ist Kord ohne Hose. Es gibt keine andere Erklärung. Sie eifern Kord nach. Als gäbe es kein Morgen. So, schießt schon mal ein bisschen. Vielleicht können wir auch noch mal hier
Sehr schön. Und down. Wenn das die ganze Verteidigung von Immerlicht ist, die das Kaiserreich aufzubringen gedenkt, dann ist das ja lächerlich. Dass sie nicht mal gegen 25 Schergen bestehen können. Zeugt von unglaublicher Schwäche und Inkompetenz. Okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen... Können wir hier nicht einfach Folgendes machen? Ja, sie versuchen durchaus ihre Position zu halten, aber ich befürchte, das werden sie nicht schaffen. Sie haben aber gut gekämpft, ne? Also die haben sich wirklich tapfer verteidigt. Kann man nicht anders sagen. Ich hätte die auch anders besiegen können, indem ich hier von den Seiten zum Beispiel mit den roten Schergen und den grünen Schergen ankomme. Habe ich jetzt aber nicht getan. So, was haben wir denn hier Schönes? Wie wäre es denn mal mit Folgendem? Warte mal eben. Kann ich eigentlich nicht so eine Art... Ne, ich befürchte, wir haben hier kein Zaubertutorial, oder? Das ist nämlich eine Sache, die fehlt. Weil ich würde mir nämlich jetzt gerne nochmal angucken, wie ich, meine Schergen verstärken kann. Das ist nämlich nur die Schockwelle, das ist aber nicht die Schergenverstärkung, das sieht man nämlich direkt. Im Eilschritt Marsch! Bogenschützen in Position! Verstärkung! Verstärkung! Los, vorwärts! Zielt auf sie, Bogenschützen! Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir werden Position hier oben beziehen, denn das ist die bessere Position für uns. Ohne Zweifel. Die Bogenschützen pflücken wir hier weg. Die müssen nicht unbedingt auf uns schießen. Sehr gut. Hier sehen wir schon mal den Strand von Immerlicht. Die Schirme, die wahrscheinlich Geld kosten, wenn man sie mieten will. So, hier wird uns angezeigt, dass es eine Kompanie von 24 Soldaten war. Jetzt sind es keine 24 mehr. Wir müssen den Typen da mal eben erledigen. Und dazu brauchen wir die Grünen. Neue Formation! Vorwärts, schnell! Nein. Zurück. Oh, da sehen wir die Soldaten. Perfekt. Der ist besiegt. Ihr Kampfgeist dürfte nun also gebrochen sein. Wie die auch einfach erstmal die Elfen angreifen. Hat er gerade den Elfenbewohner angegriffen? Naja, whatever. Ich werde euch einfach zerpflücken. Warum kämpfen sie noch mit so viel Elan? Der Hauptmann ist doch tot. Okay, auch die haben nicht schlecht gekämpft. Und das obwohl ihr Hauptmann schon weg war. Nicht ohne. Vielleicht sollten wir das Imperium doch nicht ganz abschreiben. Und sollten in Zukunft vorsichtig sein. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall die Stadt von Immerlicht erreicht. Ein erster Strandausläufer hier. Ab sofort braucht man keine Liegen mehr reservieren, denn sie sind zerstört. Ich bin bösartig. Wer braucht schon einen Strand mit Wasser? Ich möchte einen Strand mit dem Blut und den Gedärmen von meinen Feinden. Okay, da oben können wir neue Schergen herbeirufen, das ist schon mal ganz nett. Da vorne ist eine kleine Schatzkammer. Höre ich da schon Trommeln? Ich glaube, ich höre Trommeln.
So. Hierher kommen die Bürger des Kaiserreichs, wenn sie des Stadtlebens überdrüssig sind. Ach du Scheiße. Anscheinend tun diese ehemals stolzen Elfen nichts anderes mehr, als sich zu erniedrigen, indem sie hingebungsvoll die Wünsche dieser ekligen Spanferkel befriedigen. Oh Gott. Alles hat sein Gutes. Ja. Kommt nach Immerlichtstrand. McDonald's Flat inklusive. Der absolute Werbeslogan. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir kommen hier nicht durch, weil dieses Tor uns offenbar daran hindert. Aber wir haben hier glücklicherweise die Möglichkeit, in einen von unseren Schergen zu schlüpfen. Also tun wir das nochmal. Yeah, und wir sind der Spinnenscherge. Folgt mir, meine Vasallen. Coole Angriffsmove hier. So. Hallo. Wir stören euch nur ungern bei eurem Fest. Gott sei Dank könnt ihr ja nicht so schnell fliehen. Oh Mann, dieses Spiel, ey. Das sah irgendwie komisch aus, okay? Die Spinne sticht zu. Verstehe. Erstmal ein bisschen was zerstören. So, und jetzt hier oben. Müsste doch irgendwo, da ist die Kurbel. Oh, Arena. Hier wird Werbung gemacht für die imperiale Arena. Sehr gut, Tor ist offen. Dann möchte ich jetzt auch gerne hier rein. Es ist angerichtet. Ich habe ein ganz neues Menü für euch. Ups. Wer greift mich da an? Du? Diener? Man sollte die Manieren beibringen. Und die sind doch ganz schön flink, finde ich. Markus, die Eingeborenen sind unruhig und kommen in diese Richtung. Eingeborenen? Sehen wir für euch aus wie Eingeborene? Getötet worden sein. Vermutlich wurde er gefressen. Ich finde es so witzig, dass die tatsächlich einfach so ein Ferienparadies hier rausgemacht haben, was immer liegt. Naja, es war mal ein Ferienparadies. Das kann man wohl kaum mehr als solches bezeichnen. Nachdem wir hier außerordentliche Umbaumaßnahmen vorgenommen haben. So, das sieht doch danach aus, als müsste ich hier alleine rüber. Kann ich von hier aus rüber? Kann ich hier überhaupt rüber laufen? Wahrscheinlich schon, aber dieser Typ hat es irgendwie nicht gerallt. So. Ja, ich kann hier rüber. Natürlich erstmal die Liegen zerstören. Ich hasse Liegen. Ich hasse es, wenn man sich ausruht. Ich hasse es. Elende Nichtsnutze. Okay, da drüben ist auf jeden Fall schon mal so ein cooler... Ah. Ein Zauberkatalysator. Dummerweise kriegen wir den nicht, weil wir die blauen Schergen nicht haben. Wir brauchen die blauen Schergen. Ohne die können wir das Ding nicht einsammeln. Denn auch wenn das Teil von drei Schergen getragen werden kann, bedeutet das nicht, dass es von einem Overlord getragen werden kann. Was irgendwie ein bisschen schade ist, weil das gleichzeitig bedeutet, dass ein Overlord nicht so stark ist wie drei Schergen. Aber, naja, sei es. Wir finden außerdem noch ein bisschen Geld. Oder Gold. Sehr schön. Wir sind jetzt bei 15.000. Und hier drüben, da kommen wir nicht mal lang. Wenn wir da lang gehen, finden wir den Kristall. Aber wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik, denn aktuell ist es nicht möglich. Auch daran müssen wir uns dann zurückerinnern, wenn die Zeit gekommen ist. Boreas soll in Nordberg getötet worden sein.
Ich hab grad ein Déjà-vu. Ich hab das Gefühl, einer von euch hat das schon mal gesagt. Zerstörung! Wir müssen unseren Zerstörungscounter ein bisschen nach oben treiben. Es ist mir alles noch zu wenig. So, hier kommen wir nicht weiter. Wir können aber in diese Seitengasse hier. Mal schauen, wohin die uns führt. Ah ja, verstehe. Was wollt ihr, Bogenschützen, hä? Diese lächerliche Garnison soll mich aufhalten. So, hier müssen wir auch aufräumen. Das Zelt muss zerstört werden. Es darf keinen Nachschub geben. Und Flock. Die Tür ist offen. Oh, da sind auch TNT-Fässer, die hätten wir auch benutzen können. Brauche ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wirklich. Zumindest wenn hier nicht irgendwie eine... Ah, da kommt noch eine kleine Truppe. Aber die Bogenschützen scheinen uns auch vollkommen zu ignorieren. Ja, geil. Das ist natürlich eine KI-Meisterleistung, die man sie selten mitbekommen hat. Wir zerstören sie, bevor sie überhaupt aus ihrem Zelt geschlüpft sind. Herz allerliebst. So. Hier. Ne, ich helfe dir da mal ein bisschen. Der eine grüne Scherge war da so ein bisschen verzweifelt. So, hier haben wir sie in die Mangel genommen. Von Kobold-Armee kann nichts mehr reichen. Ich setze sicher keinen Fuß nach Norden. Aha. Oh, jede Menge Teller. Die werden sie nicht mehr brauchen. Ab sofort wird hier nichts mehr serviert. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Aufstand? Autsch. Zerstört sie doch. Ich weiß gar nicht, wie die herkommen. Auf einmal. Vor allen Dingen hauen die ganz schön zu. Endlich. Ihre Moral ist gebrochen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die herkamen. Die kamen wahrscheinlich aus dem anderen Bezirk hier oben. Was wird uns eigentlich auf der Karte noch angezeigt? Zerstört den Tempel. Tötet oder unterwerft die Statthalterin von Immerlicht. Wir töten sie. Ich setze sicher keinen Fuß nach Nordberg. Die Nordberger geben aber gutes. Der Zerstörungsweg besagt, dass wir dies tun sollen. Oh je. Wir haben offenbar noch einen ganz zweiten Weg zu gehen. Lasst eure Hunde ja nicht die Geschäfte in den Sack. Wir müssen die Elfen leben. Irgendein Quartier muss man meinen Bediensteten vermutlich zuweisen. Okay, wir müssen uns mal eben ein bisschen zurückziehen. Rote. Alle bitte? Die restlichen hier drauf schicken. Gut, gut. Und Moral gebrochen. Wenn der Moment gekommen ist, dann weiß man, dass man schon gewonnen hat. Oh, sehr gut, eine Schergensäule. Die brauchen wir. Oh, sehr gut. Hier haben wir die Möglichkeit, Nachschub zu besorgen. Den brauchen wir jetzt auch mal langsam. Zumal wir jetzt mehr als den
bisherigen Nachschub holen können. Ich brauche mal einen Schergen. Mit dieser Befehlsaufwertung könnt ihr über Leben und Tod von noch mehr Schergenseelen bestimmen. Holen wir uns noch ein paar braune dazu und ein paar rote und einen grünen. Ah ja. Wie wir sehen, dass sie ein weiteres Zelt hier haben. Wenn wir das nicht schnell zerstören, überrennen sie uns irgendwann. Das darf unmöglich passieren. Und die Bogenschützen legen an. Weg. Weg, 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 weg. Sehr gut. So, wir sind jetzt hier. Wir können hier den Weg öffnen. Auf der Seite waren wir ja schon. Da ging es da nach oben. Jetzt haben wir die Verbindung schon mal geschaffen. Und jetzt werden wir zu den Elfen rübergehen. Bup. Und platt. Und als nächstes ihn hier. Töten macht einfach so viel Spaß. Wenn wir schon mal dabei sind, zerstören macht einfach auch Spaß. Also macht alles kaputt. Ist echt merkwürdig, weißt du, wir sehen hier überall nur Obst. Als wollten die uns alle bescheißen, denn es ist mehr als offensichtlich, dass sie kein Obst gegessen haben, oder? Ich glaube, da sind wir uns einig. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Okay, wir haben nur noch 4 Grüne, ja. Okay, naja. Wir lassen die Kombination jetzt erstmal so. Hier. Oh. Zerstört die Bogenschützen. Okay, das war ja easy. Nordberg scheint ein schrecklicher Ort zu sein. So unzivilisiert. Wieso lässt denn die eigentlich alle über Nordberg? Das verstehe ich gar nicht. Heißt das, sie werden gerade getötet? Die werden komplett überrannt? Ihre Beschützer werden ermordet? Und sie lästern über Nordberg. Das ist vielleicht nicht unbedingt die klügste Art und Weise, sich zu verabschieden vom Leben, wenn der Regent von Nordberg gerade über euch herfällt. Also, da können wir nochmal dran arbeiten. Also, ihr nicht, weil ihr seid ja tot, aber ich kann daran arbeiten. Was Borius wohl angestellt hat, dass sie ihn ausgerechnet nach Nordberg geschickt haben. Okay, wie wäre es, wenn wir uns hier... Haben wir irgendwie noch so ein TNT-Fass? Borius soll in Nordberg getötet worden sein. Und vermutlich wurde er gefressen. Jetzt greifen wir an. Und jetzt haben wir sie. Ja, perfekt. Moral ist im Arsch. Sehr gut, jetzt haben wir auch hier die Verbindung. Ah, das war der Elf, weil der so nasal gesprochen hat. Nein, nicht wirklich. Und ich komme auch nicht, um dich aus deiner Sklaverei zu befreien. Ich hoffe, das versteht sich von selbst. Oh, no. Jetzt müssen wir die Roten mal eben unterstützen. Ich möchte mal eine... Mann, ich habe nicht genug Mana gehabt für eine Druckwelle. Ich wollte es nur einmal ausprobieren. Da kommt wieder so ein Kram. Menno. Ja, was haben wir denn hier Feines noch? Hier haben wir einen weiteren Strandabschnitt.
Hier waren wir schon. Das ist das von außen gewesen, okay. Es ist wie in Nordberg, da ist ja auch irgendwie alles zugesperrt. Überall Ausgangssperren. Ah, das Unterhaltungsprogramm ist also eingetroffen. Oder sucht ihr das hier? Leider hat sie einen unaufschiebbaren Termin in der Arena. Und wenn meine Wachen einen von euch übrig lassen, seid ihr die Nächsten.